So, und dann lassen wir das Spiel mal weiterlaufen, in der Hoffnung, dass die Goblins irgendwann doch mal in die Fallen reintappen, damit ich mich ungestört den restlichen Sachen widmen kann. Aber eigentlich kann da ja echt nichts passieren. Wir können sie ein wenig ködern. Ich schmeiß mal die Färbemittel an. Also aktiviere sie. M, da hinten gehen bitte. Da sind zwar zwei Bogenschützen bei den Goblins dabei, aber ich hoffe mal, dass sie nicht so nah rankommen. Okay, warte mal ganz kurz. O, abbrechen. M, neuer Station-Befehl. Sammelt euch erstmal da. Nur für den Fall, dass was schief geht. Ey, 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 ey. Sammeln, 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 sammeln. Hey, Jungs. Die sind echt sowas von chaotisch. Aber gut, die prügeln zu zweit auf den einen Goblin ein und der flieht vor dem da hinten. Au, 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 das sieht gar nicht gut aus. Wunden. Oh, er ist unglücklich und hat einen fast abgehackten linken Fuß. Die drei sind noch okay und die hauen zu dritt auf den einen Goblin ein. Das dürfte ja eigentlich kein Problem werden. Und der Goblin Crossbowman jagt den Zwerg, hat aber wohl keine Bolzen mehr. Und will jetzt mit der Armbrust auf den Zwerg einhauen. Okay. Jetzt sollte ich eigentlich Benny Hill Musik einfügen. Und warum läufst du noch da ganz hinten? Lauf zu deinen Kumpels. Genau, da kommt schon Verstärkung. Der Goblin ist inzwischen tot, schöne Sache. Ja, genau. Stell dich dem Goblin, halt ihn auf, bis die Verstärkung da ist. Er hat eh nur eine Armbrust ohne Bolzen, der kann nix. So, da kommt der zweite Zwerg und jetzt müsstet ihr ihn eigentlich ganz schnell niederhauen. Gucken wir mal. Ja, der ist schon gut angeditscht. Also der Goblin, der Zwerg aber auch. Der andere Zwerg gar nicht. So, weit, so gut. Knuff, knuff. Peng Pau. Da kommen auch noch zwei. Wo ist der Rest der Miliz? Ah, der steht da hinten und befolgt die Befehle. Gut, dass ihr jetzt die Befehle befolgt. Oh, und dem scheint es gar nicht gut zu gehen. Der bewegt sich gar nicht mehr. Komm schon, warum läufst du immer wieder vor dem weg? Hau einfach drauf. Oh, den Zwerg hat es auch erwischt. Gar nicht gut. Wie schafft der eine Goblin das? Also ja, die sind ziemlich mies, die Zwerge teilweise. Also mies ausgebildet. Oh, und der Zwerg ist. So. Okay, stopp, 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 stopp. S, Shift A, Befehl aufheben, töten. Den Goblin. Er hat jetzt zwei Zwerge umgebracht. Mit einer Armbrust ohne Bolzen. So, Captain of the Guard, wenn du das nicht gegen diesen Goblin schaffst, dann gebe ich die Miliz auf und baue nur noch Fallen. Komm schon. Komm schon. So, zu zweit. Zu dritt. Nummer 4 kriecht auch langsam in die Richtung. Ist echt ein Trauerspiel. Er ist jetzt auch irgendwie angeschlagen. Was ist mit ihm? Er ist winded, also er ist außer Atem und hat keinen linken Fuß mehr. Wie zur Hölle machte eine Goblin das, vor allem als Fernkämpfer? So, jetzt kommt der ihm entgegen, die anderen drei laufen hinterher. Er hockt immer noch da und verblutet langsam. Der veräppelt die Miliz von vorne bis hinten. So, jetzt hauen sie zu viert auf den einen Goblin ein. Und haben es dann auch endlich geschafft. Boah. Okay, Befehl aufheben. Dann Miliz. Alarm, Alarm aufheben. Damit die Verwundeten ins Hospital getragen werden können. Und die Toten nach unten. Schon wieder zwei Milizionäre. Drei Milizionäre tot. Oder sind das die Alten? Verliere langsam die Übersicht. Gucken wir mal ganz kurz hier. Hellnagel meckert ganz viel, weil er nicht an irgendein Grab rankommt. Wo sind die ganzen Todesnachrichten? Ah, ein Farmer ist tot.
Und ein Waxworker. Aber ich glaube, es kommt alles noch von den Migranten. Kurios, kurios. Na gut, dann werden wir später neue Hammerzwerge auswählen müssen. Ich hätte echt einfach abwarten sollen. Aber na gut, hilft alles nichts. Gucken wir runter in den Danger Room. Hoch in den Danger Room. Aha, sehr schön. Scheint wohl soweit fertig zu sein. Und der Hebel wurde, glaube ich, jetzt schon einmal gedrückt. Ich sehe aber keinen Unterschied hier an der Grafik. Schade. Und unser Arzt drückt jetzt den Hebel. Hoffentlich macht das nicht später bei den Trainingseinheiten. Das wäre ein wenig makaber. Oh doch, die gehen weg. Sehr schön. Und jede Menge Zwergenkinder wurden tot aufgefunden. Was zur Hölle? Ach so, weil jetzt die ganzen Zwerge nach draußen laufen, um die Leichen zu bergen. Ja, okay. Da finden sie halt dann die von dem Massaker. Gut. Also, unser Miliztrupp, der nur noch aus 7 Zwergen besteht, wird wieder aktiviert. Und geht mal bitte da rein. Also die, die noch gehen können. Ich muss gleich mal gucken, ob irgendjemand von denen schon zu stark verwundet ist. Da werden gerade irgendwelche Knochen reingetragen. Das ist schon mal sehr motivierend für die Miliz. Da kommt einer an. Der blinkt schon mal nicht. Das ist gut. Also du bist unverletzt. Du bist auch unverletzt. Der Rest traut sich erstmal gar nicht. Da kommt ein Toter, der ist ziemlich verletzt, aber gehört nicht zur Miliz. Jedenfalls nicht mehr. Und der Rest nimmt sich wohl eine Auszeit. Ah, der läuft auch schon wieder zurück. Mann, Mann, Mann. So, warum kommst du mit einem Käfig angelaufen? Ich schwöre, die Zwerge drehen mit der Zeit sowas von durch. Also unser Milizionär kämpft jetzt mit einem Holzkäfig anstatt einem Hammer. Und jetzt geht er wieder zurück. Egal, wir drücken einfach jetzt ein paar Mal den Knopf da und gucken, ob unsere Milizionäre irgendwelche Wunden davon tragen. Ich habe jetzt zwar schon mehrfach gehört, dass es eigentlich gar keinen Schaden verursachen soll, aber sowas bin ich immer ein wenig suspekt, weil sich das ja auch zwischen den Versionen stark ändern kann. Oh, und der wollte von der anderen Seite ran. Nee, so geht das nicht. Und ich mache mal ganz kurz die Tür dazu, damit ich auch wenigstens gut testen kann. Nicht, dass die hier gleich wieder abhauen, bevor der Schalter gedrückt wird. Ah, so, da kommt einer. Also, ihr seid alle unverletzt, richtig? Richtig. Unsere zwei Testsubjekte. Zack. Speer. Er hat es gleich zweimal auf einmal gedrückt. Drück nochmal. Jetzt hat er sie nur eingefahren. Warum zur Hölle werden wir nicht wieder ausgefahren? Irgendwas ist da komisch. Kann nicht einer von euch Zwergen einfach mal stehen bleiben neben dem Schalter? Das wäre echt praktisch. So, da sind die Speere hochgekommen. Und ich sehe keine Verletzung soweit. Ja, das ist gut. Dann machen wir jetzt nochmal Schalter drücken auf Repeat. Und gucken, ob das soweit klappt. Ja, du bleibst schon mal auf dem Schalter stehen und die Speere gehen immer runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Sehr schön. Keine Wunden, keine Wunden. Und dann werde ich gleich mal nebenbei auf dem Dwarf Therapist gucken, wie sich da die Fähigkeiten verbessern. Zwischendurch mal wieder checken, ob da irgendwas kommt. Oder, linke Hand ist gelb. Gelb ist noch okay. Aber so viel dazu, dass sie sich gar nicht verletzen können. Und ich glaube, wir hatten nur bei jeder Falle einen Speer benutzt. Hätten wir 10 Speere benutzt, von etwas höherer Qualität aus Versehen vielleicht noch, hätte das gut in die Augen gehen können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Immer noch gelb. Also die heißen Seewott und Full OP oder Full Op. Gucke ich mal ganz kurz.
ich brauche deren richtigen Namen. Ali Sabuts und Asti Horaz. Asti Horaz hat schon mal einen recht hohen Fighterwert. Und Ali Sabuts ist auch ganz okay. Aber nicht überragend. Also andere aus dem Leads haben auch solche Werte. Ohne dass sie im Danger Room waren. Aber wir lassen uns einfach noch ein bisschen durchtickern. Und die Hand hat sich schon wieder regeneriert. Ist ja auch nicht schlecht. Na gut, gucken wir ganz kurz mal nach oben ins Hospital. Da liegt aber nur eine Silberpike. Hatten wir nicht Verletzte? Komisch. Drück mal ganz kurz Z und dann müsste es hier eigentlich Hells geben. Genau. Wir haben... Was war T? Traction Request. Oh, hier muss ich mal auf die Streckbank. Dann haben wir noch DW. Diagnosis brauche und... W hört sich wie Wunden an, aber ich sehe hier kein W. Okay. Hier ist einer... Hier soll einer immobilisiert werden, also dass er nicht bewegen kann. Brauchen wir da vielleicht noch einen Rope für? Und es soll auch auf die Streckbank. Mann, Mann, Mann. Oh, und warum gibt es ein gelbes T und ein blaues T? Ja, mit dem Health-System kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aber wir scheinen doch ein paar Verletzte zu haben. Da haben wir noch ein D. Einfach nur eine Diagnose. Na gut. Scheint aber soweit alles machbar zu sein. Streckbänke haben wir ja inzwischen. Und das Hospital ist bitteschön immer noch aktiv, ne? Nein, war es nicht. Okay, kein Wunder, dass keiner drin liegt. So, jetzt können alle schön ins Hospital gehen. Vor allem auch der Arzt. Ja, und der Erste legt sich schon hin, der Zweite legt sich hin. Gute Sache. Dann gucken wir mal runter in Danger Room. Zack, 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 zack. Vielleicht haben wir jetzt ja neue Verletzte. Ich sehe keinen Toten, das ist schon mal gut. Nicht verletzt, nicht verletzt. Gute Sache. Erst weiter am Hebel drücken. Dann refresh ich jetzt mal den Dwarf Therapist und gucke, ob sich da was verändert hat. So. Oh ja, die sind gleich ein, zwei Stufen aufgestiegen. Und sind jetzt dadurch genauso gut wie der Beste aus dem Leads vorher. Obwohl wir nur 3-4 Minuten mit einem Speer sie haben stupsen lassen. Ja, da muss man wahrscheinlich echt aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber so können wir auf jeden Fall schon mal alle auf einen guten Stand bringen. Also wir machen jetzt das da wieder C weg. Wir machen die Tür wieder auf. Wir deaktivieren deren Befehl, dass sie sich ein wenig ausruhen können. Dann werden wir gleich den Trupp wieder auffüllen, weil wir haben ja drei neue Plätze zu begeben. Und wenn wir den Trupp wieder voll haben, dann schicken wir die alle mal da unten in Danger Room. Vorher sollten wir vielleicht noch hier die Wand auch zumauern, dass nicht aus Versehen hier wieder jemand hier hinten hinläuft. Also B, C, W. Da hinten hin und wir hätten gerne kein Platinblock, nein, wir hätten gerne ein. Und zur Hölle versteckt ihr euch immer. Graphit, Limonit, Chert. Das ist das richtige Granit. Ich will aber keinen Granit, ich will einen Granitblock. Jetzt sagt man nicht, wir haben keine Granitblöcke mehr, das kann nicht sein. Okay, nehmen wir erstmal einen Chert-Block, bis ich rausgefunden habe, was mit den Granitblöcken passiert ist. Geben wir einfach mal ein paar in Auftrag. Wir hätten gerne... Oh, hier sind Rockblocks in Auftrag. Ah, okay, dann machen wir nochmal einen. Rock... Block... Nochmal 30. Da. Da wird noch ein Toter angeschleift, angeschliffen... Hinterhergeschliffen, wie auch immer. Und die Särge da unten füllen sich schon. Das ging ja schneller als gedacht. Die mache ich dann auch nochmal schnell aktiv. BP. Da ist schon einer drin. BP. Da ist auch schon einer drin. Da ist auch schon einer drin. Mann, 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 Mann. Wir brauchen neue Särge. Was sind die ganzen Migranten, die dazugekommen sind? Oder auch nicht dazugekommen sind.
Das ist übelst. Wie lange ist eine so eine Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 34, 51, 68. Wir haben schon mal locker gut 70 Zwerge, die tot sind. Okay. Wenigstens eine Zahl, die bei uns im Fort hoch ist, die der Leichen. Haben wir denn schon genug Coffins in Auftrag gegeben? Ja, 60 Stück. Ich muss die einfach nur mal arbeiten lassen, ist ja auch okay. So, dann machen wir mal kurz einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge füllen wir unsere Miliz wieder auf. Also, bis gleich.